Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Space Engineers. Wir sind flott dabei, weil ich möchte heute mal ein paar mehr Folgen schaffen als sonst immer nur die 3-4. Zumindest so viele, wie wir in die Zeit noch reinkriegen. Sag mal, ist unten inzwischen eigentlich eine Tür? Nein. Gut. Magst du mal kurz vorbeikommen? Sofort. Ich will hier eben, Scheiße. Ich will eben den Reaktor noch bauen. Müssten alle Teile gewesen sein. Hatte ich schon erwähnt, dass ich müde bin? Nein, was? Du bist müde? So, da könnte man dann theoretisch auch nochmal anbauen oder so. Na, komm, werd fertig. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Uran. Ich habe mal eine ganz dumme Frage. Warum gehst du da hin, um den... mit dem Reaktor? Weil das passt. Hä? Was, hä? Das andere Schiff braucht den Reaktor. Ja, gleich. Das Schiff braucht auch einen Reaktor. Das große Triebwerk verbraucht ganz schön viel Energie. Bevor, kannst du trotzdem mal ganz kurz schauen? Ja, ich komme sofort. So, jetzt hat das Ding nämlich auch mehr Power. Also, das Problem hier, dass ich hier diese Scheibe nicht so setzen kann, dass es dicht ist. Da kann man durchgehen. Ja, weil ich sie gerade rausgenommen habe. Da ist keine Scheibe drin. Ja, bei mir ist da eine Scheibe drin. Ich werd wahnsinnig. Jetzt geht das wieder los. Ja, aber ich bin der Host. Eigentlich sollte das bei mir nicht sein. Achso, bei dir ist da keine Scheibe. Bei mir ist da keine Scheibe, nein. Jetzt weiß ich auch, wo der eine Träger ist. Dieses eine Problem, was ich gerade eben hatte. Dann hat er jetzt gesetzt, aber ich kann es nicht sehen. Ich könnte schon wieder so richtig ausrasten. Ja, das ist uncool. Siehst du denn den Träger? Ja, der ist jetzt gerade aufgeploppt. Gut, jedenfalls, also, entweder setze ich hier diese Scheibe hin, dann haben wir aber das Problem, dass er wahrscheinlich hier an der Tür nicht dicht ist. Ja. Zumindest, wenn ich die Scheibe so setze, dass ich dann auf dieser Seite hier noch ein Kontrollpult machen kann, um die andere Tür zu schließen. Ja. Oder, was ich mir jetzt überlegt habe, ist, ich ziehe hier noch eine Platte ein. Zwischen den Treppen. Ja. Aber nur eine, ja. Und stell da das Kontrollpult drauf. Was mich persönlich, ehrlich gesagt, nicht überzeugt. Also eigentlich ist das alles scheiße. Vielleicht sollten wir einfach den Träger nicht mitnehmen übrigens. Achso, ja. Bitte. Vielleicht sollten wir einfach, also meine Idee, mir ist gerade wieder eingefallen, wenn wir hier einfach so eine Art Vorraum vorbauen. Das wird halt richtig eng mit dem Schiff, ne? Ja, der muss ja nicht hoch sein. Das Problem ist, es löst mein Problem hier in diesem scheiß Treppenhaus nicht. Ja, aber das braucht es dann doch auch gar nicht mehr. Unten ist ja dann eh dicht. Jetzt verstehe ich deine Argumentation nicht. Pass auf, wir bauen hier einen Vorraum hin. Irgendwie. Also etwas eleganter, als wie das zuvor war. Mit dem Schiff gucken wir mal, dann müssen wir eventuell, also zum einen ist die Map ja eh nicht mehr so lange da, aber vielleicht müssen wir dann hier irgendwo einen Ausgang bohren oder so. Oder wir lassen das Schiff einfach draußen und machen die Förderleitung für die Rohstoffe nach draußen halt irgendwo dran. Ich meine, da ist noch Platz. Ich habe da ja mal vorgehabt, dich zu machen, aber da kann man sich auch einfach rausbohren. Hast du da nicht sogar mal was hingesetzt? Ja, ja, aber das ist nicht fertig geworden. Ja, zumal das mit dem, also inwiefern meintest du hier dicht machen? Das Problem ist ja, dass es nicht dicht wird, wenn es mit dem Asteroiden verbunden ist. Das haben wir ja schon rausgefunden. Stimmt. Oh, aber es hat eine Macke. Das kann eh weg. Ich weiß, aber es soll wenigstens schön aussehen dabei. Ja, ich werde das nachher mal mit dem Schweißschiff weghauen. Das können wir natürlich auch machen, dass wir da den neuen Ausgang hinmachen. Dann kriegen wir das hier aber nicht dicht, ne? Weil wir müssten den kompletten Tunnel innen verkleiden. Ich weiß, das ist so eine Sache, auf die ich ja mal so keinen Bock habe. Das ist was, das ich unten auf jeden Fall machen werde. Ja, unten. Unten ist ja hübsch und gut. Das ist ja auch nur ein Teilbereich. Wie sieht das hier inzwischen eigentlich aus?
Unten ist ja easy going, hier einen Dings zu machen. Ja. Mehr oder weniger. Also ich bin immer noch für das mit dem Foyer quasi. Aber bevor wir jetzt hier die ganze Zeit gar nichts machen, setze ich jetzt nochmal den Reaktor an das Bohrschiff irgendwo dran. Also das Einzige, das wir machen könnten... Ich kann hier natürlich einen größeren Glaserker vorbauen, das ist aber dann auch wieder scheiße, weil... Genau das wollte ich ja eben nicht. Ja, aber ich fürchte, es wird nicht anders gehen. Es muss anders gehen. Wir brauchen eine Mod, die das löst. Wir könnten Sauerstoff... Nee, können wir nicht mehr. Wenn man den einmal eingeschaltet hat, ist er immer da. Ja, nee. Das ist ja nur wirklich witzlos dann. Na, komm. Das ist schon alles ziemlich rot, ja, Verzeihung. So, nicht mega ästhetisch und auch Quatsch, was ich gerade mache, wie mir auffällt. Nee, das ist ja noch bescheuerter. Ja. Ach komm, da kann der doch dran. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung und es kotzt mich an. Also ich habe da irgendwie gerade überhaupt keinen Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Dann mach doch was anderes erstmal. Tu ich auch. Ich setze jetzt erstmal unten die Tür. Das klingt doch nach einem Plan. So, jetzt müsste das Teil doch eigentlich genug Power mitliefern. Huch. Los, steig da ein. Ja, jetzt ist es nicht mehr überladen, wenn man Gas gibt. Sehr gut. Dann kann es jetzt wieder mit voller Schubkraft arbeiten. Okay, das große Triebwerk verbraucht immer noch viel zu viel Energie. Ich will mal gerade gucken, wie viel Energie verbraucht denn das große Triebwerk. 400 Kilowatt maximal. Und der Reaktor hat nur 200 zu liefern. Na egal, es zischt jetzt auf jeden Fall schon wesentlich flotter durchs All. Huch, ich wollte gar nicht aussteigen. Ich glaube übrigens, das habe ich vorhin, glaube ich, angedeutet, das war in der anderen Folge noch, und ich muss mal gucken, ob ich hier den Dingern eigentlich Schaden mache. Nee. Ich meine, ich hätte das angedeutet, dass man auf Planeten seine Sauerstofftanks auffüllen kann. Wobei ich mich frage, ob sich das auf die... Ob sich das jetzt auf Sauerstofftanks auf das Baustück bezieht, also auf den, den man platziert, den wir da oben auch stehen haben, oder auf Sauerstofftanks die Flaschen. Aber die heißen ja auch Sauerstoffflaschen. Ich habe keine Ahnung. Es würde beides Sinn ergeben. Ja, durchaus. Weißt du, was mir übrigens neulich aufgefallen ist? Ich habe mal eine alte Folge von uns gesehen, weil die noch eine Folgenbeschreibung brauchte, einen Beschreibungstext. Mhm. Und da hast du tatsächlich schon mal meinen Namen gesagt, ich habe es nicht gemerkt. Tja, musst du jetzt deine Zuschauer alle blitzdingsen. Vielleicht ist es ihnen auch einfach egal. Das Freund, wäre meine... Nebenan heißt. Das würde ich grundsätzlich behaupten. Ja, aber ja. Naja. Muss man ja trotzdem nicht mit ums Haus ziehen. Nö, das stimmt. Nachher hat man jetzt mal was... durchforsten wahrscheinlich die Legionen an Zuschauern sämtliche Folgen genau von deinem Namen herauszufinden und dich dann zu stalken. Weil du auch nur meinen Vornamen gesagt hast und nicht... Das reicht. So, fertig.
Dann wollen wir uns doch jetzt mal so die Stahlplatten da wiederholen. Es klang irgendwie wie ein bisschen wie eins von den Statopia-Aliens immer macht. Okay. Ja, die Sprachsamples in dem Spiel sind unglaublich niedlich und witzig. Auch wenn sie schnell sich wiederholen, weil es nicht so viele gibt. Das Spiel hier ist voll unrealistisch übrigens. Es dauert eigentlich genauso lang, was abzubauen, wie wenn man es aufbaut. Dabei ist doch Sachen kaputt machen immer viel einfacher. Nicht, wenn du die Teile behalten willst. Dann dauert es tatsächlich länger. Weiß nicht. Ich glaube, ich krieg meinen PC genauso schnell auseinander wie zusammengebaut. Ja gut, bei einem PC dürftest du recht haben. Wenn ich aber die Grafikkarte reverse engineeren will. Wenn du jetzt aber den Prozessor auseinandernehmen willst, dann wird das interessanter. Für mich unmöglich vor allem. So, wo haben wir denn... Weißt du, was mir mal so aufgefallen ist irgendwie? Jedes Jahrzehnt braucht ja so seine Umweltsache. Ist das so? Ja, in den 80ern war es das Waldsterben, in den 90ern das Ozonloch, jetzt ist es der Klimawandel. Also eigentlich könnte man sogar fast sagen, es ist eine logische Fortsetzung, die da... Es ist ein Trend erkennbar. Ich könnte kotzen. Ich könnte so kotzen. Was geht jetzt schon wieder nicht? Das Spiel ist in mancherlei Hinsicht einfach nur ätzend. Das denkt es bestimmt auch über dich. Noch hat der Ausgang hier übrigens so seine Probleme, der potenzielle neue. Ich dachte, du willst das jetzt nicht mehr machen, was du da gerade machst. Na, irgendwie muss es ja gemacht werden, es geht ja nicht anders. Das Problem steht ja trotzdem im Raum, ich muss es ja irgendwie klären. Der lässt sich da leider nicht mehr ästhetisch drin anbringen. Und da dieses Ding sonst nur aus Triebwerken besteht. Wie viel Energiezufuhr braucht eigentlich so ein kleines Triebwerk? 33. Na gut, es wird auch mit einem halben Triebwerk auskommen. Was wollte ich als nächstes machen? Meine Aussichtsplattform. Aber erstmal wollte ich es hier unten einigermaßen abdichten. Passt ja sogar. Drei Blocks Höhe, drei Blöcke Höhe. Ist ja dann, wenn ich das da hinsetze. Panzerglas und Träger. Dann holen wir uns doch mal Träger. Vielleicht sollten wir davon welche produzieren, wenn ich jetzt so viel Glas brauche. Denn wir haben nicht mehr so viele. Huch, verdammt, das wollte ich gar nicht. Und ich habe eine Idee. Wir machen das mal effizienter. Wir haben ja noch mehr Assembler. Und der macht Panzerglas. Irgendwozu müssen die ganzen Rohstoffe ja gut sein. So, da kommt nochmal Stahlplatte hin. Das heißt...
Nee, das ist blöd. Blöd so. Da und dahin reicht, glaube ich, erstmal. Können wir mal gucken, wie weit wir damit schon kommen. Überhaupt Panzerglas an Bord gehabt? Ein bisschen. Das war's auch schon. Aber Stahlplatten, die haben wir hier auf jeden Fall noch drin. Dann setzen wir mal ein paar Stahlplatten. Sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich? Wollen wir dann den Ausgang tatsächlich woanders lang machen? Ja, ich fürchte, wir müssen. Dann brauche ich jetzt erstmal Energie. Könnte ich eventuell das ganze Luftschleusenproblem lösen, indem ich sie tatsächlich doch einen Kasten weiter rausziehe. Es ist zwar ätzend und sieht dumm aus, aber es geht wenigstens. Wir sind hier nicht mehr lang genug vor Ort, um uns Sorgen über die Ästhetik zu machen. Ich habe trotzdem einen gewissen Anspruch auf Gründlichkeit. Das ist nachvollziehbar. So. Eigentlich kann man sich das da auch sparen, das Fenster. Das ist da eigentlich völliger Schwachsinn, könnte man sagen. Also brauchen wir noch mal ein paar Stahlplatten. Erstmal schweißen wir die da zu Ende, wenn wir da jetzt dran kommen. Hilfe, das geht ein bisschen zu sehr ab mit dem großen Triebwerk. Da habe ich vielleicht etwas übers Ziel hinaus geschossen. Andererseits erinnert mich das sehr an die Worker Bees aus Star Trek. Ja, ich glaube, die kenne ich sogar auch. Ja, die sieht man hin und wieder mal rumschwirren und die bauen quasi auch Schiffe. Also das ist quasi genau das, was wir hier haben, ein Schweißschiff. Die sieht man auch sehr prominent bei Star Trek Armada im Spiel. Jetzt machst du es ja doch zu. Ja, aber nur auf der einen Seite, weil das Fenster da nichts bringen würde. Außer irgendwie komisch aussehen, weil man einen tollen Blick aufs Treppenhaus hätte, also auf die Wand vom Treppenhaus. Ich finde, wir sollten den Boden die Decke in der gleichen Farbe wie den Boden haben. Sieht irgendwie komisch aus mit diesem Kontrast. Was meinst du mit der Decke und dem Boden? Meinst du nicht die Wand und den Boden? Ich finde, wir sollten überall das Orange haben. Nee, das finde ich nicht. Ich finde das blöd. Erstens finde ich sowieso, dass wir viel zu viel dieses Gelb benutzt haben. Und zweitens
muss jetzt erstmal das Bohrschiff da reinfliegen und unsere Zeit ist um. Dann kommt der Kellerausbau in der nächsten Folge weiter voran. Und ich sage bis zur nächsten Folge und danke fürs Zusehen und der Mui bestimmt auch. Tschüss. Tschüss.